Hallo Leute, was geht? Ich bin der Miro und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, zu meinem neuen Projekt und wie man unschwer erkennen kann, ist es Bioshock Infinite geworden. Ich freue mich riesig, das Spiel euch zeigen zu können. Im Gegensatz zu meinem vorigen Projekt Tomb Raider kenne ich das Spiel jetzt schon teilweise. Ich habe das von, wie heißen sie? Pizmeat, also der Hardy, da habe ich jetzt... Ich glaube, bis Folge 12. Also ich habe jetzt locker schon 3 oder 4 Stunden von Bioshock gesehen. Also den Anfang jetzt werde ich jetzt erstmal im Groben Bescheid wissen, was passiert. Ich bin zwar so eher so der Typ, der im Internet surft und sich nebenbei einfach nur belabern lässt. Ihr kennt das bestimmt so vom einfach Fernseher laufen lassen nebenbei, damit es einfach nicht leise ist. Und so mache ich das meistens auch mit Let's Plays. Also im Grunde kenne ich die ersten 4 Stunden, aber im Grunde kenne ich die auch nicht, weil sie einfach nur nebenher gelaufen sind. So, aber bevor wir starten, gucken wir erstmal in die Optionen und schauen mal, was wir so machen können. Ah, einfach schon, wie das animiert ist, überkrass. Das Game ist einfach nur der Hammer. Was gibt's denn hier? Move Controller am Arsch der Waldfee. Grafik. Was können wir hier noch machen? Helligkeitseinstellung. Habe ich gerade schon gemacht. Bildfrequenz sperren. Aha. Sichtbare Ränder. Wenn du Inschriften auf wichtigen Objekten... Ah, das machen wir an. Das ist gut. Gegnerische Gesundheitsanzeige. Ja, das lassen wir erstmal noch. Durchsuchbare Objekte hervorheben. Ach so, ja, dass die so blinken. Ja, das lassen wir auch. Wichtige Objekte hervorheben. Machen wir auch. Wir wollen uns ja jetzt hier nicht mit Rumsuchen plagen, sondern wir wollen das Game zocken und vorankommen. Was? Ja. Machen wir. So, Audio, was können wir da noch machen? Gesamtlautstärke, Musik, Sprache, Untertitel machen wir ein, für euch. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen aufgestoßen, weil ich gerade hier leckeres, wie heißt's? Ginger Ale, Schweppes Ginger Ale trinke. So, was gibt's hier noch bei Spiel? Kampftexte, was ist das? Anzeige von Informationen zum erlittenen Schaden über Gegnern und die Objekten aktivieren. Oder der, was ist denn das für ein Quatsch? Nee, das brauchen wir nicht. Adaptives Training, hilfreiche Tipps wären nö. Skyline Bedienfeld. Schalte das Bedienfeld ein oder aus. Das anzeigen wird, während du auf. Das lassen wir erstmal alles so. Controller. Können wir bestimmt erstmal nach der Empfindlichkeit. Ja. Steuerungslayout. Tastenbelegung ändern. Controller Sicht invertieren. Nein. Wir machen direkt erstmal ein bisschen höher. Aber das werden wir gleich nochmal. Zielhilfe. Nö. Controller Vibration ein. Bewegung links, Standard, rechts, aus, Alternative, nein. So, lassen wir das. So, und jetzt, bevor wir noch zu lange labern mit irgendwelchen Einstellungen und Quatsch und Mist und Kack, legen wir mal los und gehen ins Game. Starten den ganzen Spaß mal. Ja, neues Spiel, ich habe das gerade eben, ich habe jetzt eigentlich vor... Na, wenn ich jetzt meinen 3 Minuten Gelaber abziehe, habe ich jetzt vielleicht vor 5 Minuten die Folie von meinem Spiel abgemacht und habe es eingelegt. Was gibt's denn eigentlich alles? Ich habe ja gehört, dass sogar schwer relativ leicht sein soll. Also so, wenn man halt Ego-Shooter gewohnt ist, soll das nicht wirklich eine Herausforderung sein. Aber wir lassen das mal auf normal. Wir wollen ja einen angenehmen Spielfluss, wir wollen ja die Story erleben. Und ich will ein paar Leute wegrotzen, ohne zu viel Stress zu haben. Wenn es natürlich zu leicht ist, dann stellen wir das nach oben, weil sonst wäre es ja langweilig. So. Ladezeiten. Ladezeiten beenden. Einfach das ist schon fett. Wie sich das verändert. Booker. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst.
Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach, nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Wieder mal ein Leuchtturm zu Anfang eines Bioshock-Spiels. Wie in Teil 1, glaube ich. In Teil 2 bin ich mir nicht so sicher, ob es da einen gab. Klettern, los geht's. Die Typen sollen hier... Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Wer die beiden da sind... Jemand. Seid doch mal leise, ich will mal kurz was sagen hier. Wer die beiden da sind, da gebe ich jetzt gleich eine Vermutung raus, sobald wir die nochmal wieder treffen. Also es sagt... Das Spiel sagt nicht, dass das die beiden sind, aber so von den Stimmen her und dann... Ah, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Gibt's hier schon... Oh, hier gibt's schon Stuff. Hey, hebt ihn auf. Oh, muss er genau anschauen. Okay. Gut, so, jetzt sind wir in-game. Jetzt geht's los. Die Reise beginnt. Mal schauen, wie es wird. Springen ist hier, alles klar. Waffe zieht er noch nicht. Und dann gehen wir mal hier in den Leuchtturm rein. Aber bevor wir da reingehen, suchen wir natürlich erstmal alles ab. Oh, hier. Money, 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 money. Das muss ich erstmal kurz, wie das alles zu steuern ist, gucken. Alles nehmen, okay. Ach, man nimmt automatisch immer alles. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. So, rein in den Leuchtturm. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Wir sollen uns hier die Sünden abwaschen? Ach, so ein Quatsch. Wir waschen uns doch keine Sünden ab. Die Sünden machen uns aus. Oh, jetzt haben wir was gesoffen, oder? Dose Bohnen. Wir fressen Bohnen, anstatt uns zu waschen, das ist besser. Was steht hier? Hey, der hat uns das eigentlich übersetzt hier, die Scheiße. From Sodom shall I lead there. Ist jemand da? Hallo? Okay. Schrank durchsuchen von hinten. Ob hier jemand wohnt? Das scheint out of order zu sein, hier das Gerät. Was stand da? Was, seien Sie bereit? Er ist unterwegs. Sie müssen ihn aufhalten. Wo steht das denn? Ach, hier. Empfindlichkeit ist eigentlich... Ja, könnten wir vielleicht noch ein kleines Stück schneller machen. Portemonnaie? Ah, schön, wir klauen hier erstmal die Person, die hier wohnt. Waschbecken benutzen. Ah, hier können wir auch nochmal Hände waschen. Das machen wir doch eher. Wir fressen erstmal. Wir fressen alles, was es hier gibt. Oh, jetzt hier. Waschbecken benutzen. Ach, lass mal einfach laufen. Gibt's hier noch was? Naja. So. Hoch hier. Was steht hier? Was? To thin own land. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Das ist mir zu schwer. Aber ja, hat jemand geblutet. Oder eine Frau hat ihre Tage. Na, fast. Scheiße. Enttäusch uns nicht. Alles klar. Habe ich nicht vor.
Na gut, soweit wie ich den Storyverlauf kenne, haben wir das eigentlich schon vor. Ah, hier liegt nichts. Da gibt's auch nichts. Also gehen wir weiter hoch. Was ist hier? Das neue Eden. Ah, was heißt Soil? Soil? Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht habt ihr das irgendwo gelesen. Schreibt's in die Kommentare. Oh, jetzt sind wir oben angekommen. Glocken läuten. Nee, noch nicht. Ah, hier. Fast versuchen. Silver Eagles. Und Money, Money, Money. Okay. Haben wir alles. Glocke läuten. Ah, warte mal. Was hatte ich da jetzt gerade auf dem einen Zettel? Wie komme ich denn ins Menü oder so? Nee, das ist falsch. Moment mal, diese Karte. Ja, ah, genau. Einmal links, zweimal, zweimal. Alles klar. Schlüssel läuten. Wie wechsle ich das Ding? Ah, Schwert läuten. Ach so. Ich muss das schon in der Reihenfolge machen. Ah, so. Sesam, öffne dich. What the hell? Was in aller Welt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Was passiert hier? Lass mich hier rein! Oder wir verpissen uns. Scheiße, da geht's nicht lang. Ist das jetzt aufgegangen? Was geht denn hier ab? Voll krasser Shit. Ach, hier die Antworten, oder? Sowas wie Morsezeichen, nur halt mit Ton halt. Na gut, Morsezeichen sind der Ton. Na, ihr wisst, was ich meine. Ein creepy Gynäkologen-Sessel? Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Na gut. Na, wieso hat das Fesseln, das Ding? Gibt's ja sonst noch Kohle abzustauben? Irgendwo in den Ecken? Nee. Na dann. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Boote dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Ey, die Knarre! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, was für ein Aufstieg? 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Okay, Booker, kannst ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. Alter. Ah, das sind wir. Wir spiegeln uns. Halleluja. Holy fuck. Was? Sieht das fett aus, ja. Ich habe zwar das Gefühl, ich sag das bei jedem Spiel, was ich zocke, immer kurz nach dem Anfang. Aber das sieht schon echt fett aus. Father Comstock, der Prophet. Ne, unser Prophet. Ups. Jetzt geht's wieder runter, oder was? Wo? Stockduster. Über den Wolken. Ja, na, es ist. Da ist mein Englisch doch zu schlecht, um das so schnell zu lesen. Hier, let us to this new Eden. Ja, führt uns zum neuen Eden. Letzte Chance für Redemption. Was ist denn Redemption? Und der Prophet führt uns
zum neuen Eden. Sieht ein bisschen aus wie Moses, oder? So wie der immer in den Filmen dargestellt wird. Oh, wir haben einen Energiebalken. Oh mein Gott, was passiert denn noch? Ich glaube, ich muss mal noch die Ränder ein bisschen enger stellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das steht ein bisschen arg weit außen. So. Finde einen Weg in die Stadt. Aha. Hilfe Navigation. Alles klar. So, aber bevor wir unsere ersten Schritte hier oben in der Wolkenstadt tätigen, mache ich einen Cut. Was für ein fieser Cliffhanger, oder? Also, freut euch schon auf morgen. Da geht's hier weiter und da suchen wir mal den richtigen Weg jetzt in die Stadt, um ein paar Leute zu treffen. Also, ciao, ciao.